Meine Gedanken. Nicht, dass ich jetzt die Werbekampagne hier umsonst. Mache. Nö, lassen sie einfach mal laufen. Vielleicht lockt das ein paar Leute an, die mitfahren. Oder denen ist das. Oder denen sind die 4 Mark zu teuer. Ich gehe nochmal um 1 Mark runter. Vereinzelt kommen ein paar Leute, aber die Gedankenblasen von den Menschen da, die geben nicht wirklich Aufschluss, ob die Bahn zu extrem ist. Neue Attraktion ist verfügbar. Achterbahn mit freiem Fall rückwärts. Das ist die. Die haben ja auch eher kaum gebaut bisher. Ich denke mal, da müssen wir dann auch nochmal ran. Ach doch, jetzt kommen die ersten Leute. Ich kann Flight of the Sphinx nicht finden. Nö, den Weg ist eigentlich möglich, dorthin zu kommen. Ich setze dich direkt mal hier vorne ab, dann kannst du dort hingehen. Jetzt geht die dort auch nie rein. Nee, erst rumfänzen hier, kannst du nie finden. Und dann geht die nie rein, die alte Zippe. Das sind mir die liebsten Parkbesucher. So, dann hat man aber jetzt noch die Rutsche bekommen. Die Rutsche hier draufstellen. Ist ja halt bloß asymmetrisch, was mir nicht gefällt. Also da würde ich schon gern lieber eine Attraktion mit einem Grundriss von 3 hinstellen. Wo ist ein Platz für die Rutsche? Hier. Mache ich aber mal Einzelfahrt pro, oder? Machen wir den Klassiker unbegrenzt. Ah ne, wir machen Einzelfahrt. Dann aber 50 Pfennig. Ach doch, jetzt kommen doch ein paar Leute zum Flight of the Sphinx. Gibt es natürlich Leute, die sagen, es sieht zu extrem aus. Das kann ich allerdings bei den Werten auch nachvollziehen. So ein bisschen, aber da müsst ihr halt durch jetzt. Achterbahn mit freiem Fall rückwärts, das ist diese hier. Eigentlich könnte man nochmal den Eintritt in den Park erhöhen. Oh, jetzt habe ich da wieder was mit einer krummen Summe hinten, das gefällt mir immer nicht so. Da bin ich Ästhet bei sowas. Das muss immer 0,00 sein. So. Passt. Der Park ist mir zu überfüllt, sagen viele Leute. Naja. Das ist halt so. Aber immerhin, die fahren auch hier noch bis aktuell noch mit Karussell. Tomb Escape ist kaputt. Nee, Quatsch, Mechaniker wollte ich nicht. Ich wollte noch einen Entertainer. Gibt es ja einen ägyptischen Entertainer? Nee, dann ist das ganze Schwachsinn. Dann brauchen wir es auch nie. Ah, jetzt füllt sich die Warteschlange von Flight of the Sphinx. Wie gesagt, ist nur ein kurzer Achterbahn, aber... So, jetzt gucken wir uns mal an hier, wenn die dort voll beladen runterfahren. Beim Flight of the Sphinx und zack. Wie gesagt, ich wollte das ja anders machen, dass da erst, dass die sich so vor der Sphinx so drehen, dass sie die kurz sehen und dann nochmal umdrehen. Mit so einer Fassrolle, aber das hat nicht so funktioniert, wie ich es eigentlich wollte.
Vielleicht hätte das mit dem anderen Achterbahntypen geklappt, aber egal. Aufregende Attraktion am 21. März. Jawohl, jetzt sind wir schon im zweiten Jahr angekommen. Man braucht ungefähr eine Stunde, 20, anderthalb Stunden, um ein Ingame-Jahr zu schaffen. Gut zu wissen. Eigentlich könnte man auch hier hinten dann den Weg aufmachen, wenn die eh bis dort vorgehen, aber dann, naja, ich befürchte dann halt immer, dass sie dann so rumheulen von wegen, ja, ich habe mich verlaufen, ich kann den Parkausgang nicht finden und so ein Gedöns, daher bin ich da mal so ein bisschen vorsichtig, weil man muss ja dann auch dort, Bänke hinstellen, dort müssen Hilfskräfte auch langlaufen können, aber es ist wirklich schon übelst voll, der Park. Tomb Escape Defekt. Sicherheitsabschaltung mal wieder. Na gut, man könnte ja auch höchstens dann hier hinten. Ach, weißt du was, ich gebe das jetzt einfach komplett frei, den Park, damit die Leute nie rumheulen. Hier, der Park wird zu überfüllt. Und dann verteilt sich der ganze Spaß ein bisschen. Dann müssen wir halt... in die Bänke investieren, aber dann dürft ihr nie rumheulen, wenn ihr hier irgendwas zu essen sucht, es aber nicht findet. Und das kommt ja auch noch dazu. Die einzige Futterkrippe ist ja dort hinten am Eingang. Eventuell kommt dann hier hinten auch nochmal eine hin. Fressecke an den Sphinxen. So könnte sie zum Beispiel heißen. So soll ich jetzt bei dem unterirdischen Weg auch noch Bänke und sowas hinbauen. Das können wir später machen. So, was ist es denn nun? Eine Schiffsschaukel? Okay. So, jetzt hoffe ich mal, dass sich das wieder so ein bisschen mehr verteilt und die Leute dann weniger rumfänzen von wegen, ist zu überfüllt der Park. Aber ich habe wieder 16.000 auf dem Konto. Es läuft mit der Werbekampagne und die Warteschlange bei Flight of the Sphinx ist jetzt endlich voll. Genau so habe ich mir das vorgestellt, das Ganze. Genau so und nicht anders, meine Damen und Herren, hier bei Rollercoaster Tycoon in unserem Level. Pacific Pyramids. Okay, ist eher so pazifisch. Gibt es in der Pazifik überhaupt irgendeine Wüste mit Pyramiden? Gibt es überhaupt einen Pazifik? Nö, das ist alles Wüste. Lol. Mir fehlt irgendwie schon so ein bisschen in Bezug zum Pazifik. Blick auf den Ertrag. Hier geht's richtig zu. Toiletten machen Verlust als einzigste, aber als einzige. Und das ist in Ordnung. Eine Warteschlange am längsten bei Flight of the Phoenix. Aber das ist nicht die längste. Flight of the Sphinx meine ich natürlich, aber das ist nicht die längste Wartezeit. Und ja, so, wir haben jetzt hier mal anderthalb Stunden geschafft. Das soll erstmal erfüllt.
Und ja, dann speichere ich nochmal ab und sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme von Rollercoaster Tycoon Pacific Pyramids. Vielen Dank, auf Wiedersehen und tschüss.